der Mond, unser treuer Begleiter im Weltall. Seine Krater und Schatten haben unzählige Mythen und Legenden inspiriert. Begleiten Sie uns auf eine Reise zu den neuesten Entdeckungen, während wir die rätselhafte Vergangenheit des Mondes erforschen und seine Geheimnisse lüften. Der Mond, einst für öde gehalten, ist heute ein Zentrum wissenschaftlicher Forschung. Neue Technologien enthüllen vulkanische Aktivitäten, verborgene Strukturen und potenzielle Ressourcen. Weltraumbehörden planen ehrgeizige Missionen, um die Geheimnisse des Mondes weiter zu erforschen. Fortschrittliche Bildgebungstechniken enthüllen Anomalien auf der Mondoberfläche. Seltsame Strukturen deuten auf eine verborgene Ordnung hin und nähren Spekulationen und Neugierde. Könnten dies Beweise für uralte Zivilisationen oder natürliche geologische Prozesse sein? Die NASA hat bestimmte Gebiete auf dem Mond zu Sperrgebieten erklärt. Einige Zonen schützen bedeutende wissenschaftliche Orte, wie die Apollo-Landeplätze. Andere Zonen bleiben geheimnisumwittert und nähren Spekulationen über verborgene Entdeckungen. Mondwirbel sind optisch beeindruckende Muster auf der Mondoberfläche. Wissenschaftler vermuten Magnetismus und Sonnenwind als mögliche Erklärungen. Diese Muster bieten Hinweise auf die magnetische Vergangenheit des Mondes. Lunare Strudel bergen Hinweise auf die magnetische Vergangenheit des Mondes. Magnetische Anomalien deuten darauf hin, dass der Mond einst ein globales Magnetfeld besaß. Die Erforschung dieser Anomalien hilft uns, die Entwicklung des Mondes zu verstehen. Die magnetischen Anomalien des Mondes enthüllen eine verborgene Dynamik. Der Sonnenwind interagiert mit lokalem Magnetismus und erzeugt helle Strudel. Diese Muster zeichnen die unsichtbaren Linien der magnetischen Kraft nach. Ilmenitkörner in der Mondkruste tragen zu magnetischen Anomalien bei. Kleinere Körner behalten stärkere magnetische Signaturen als größere. Die Untersuchung dieser Körner hilft, das alte Magnetfeld des Mondes zu rekonstruieren. Die von uns abgewandte Seite des Mondes birgt viele Geheimnisse. Chinas Chang'e-4-Mission enthüllt eine von Kratern dominierte Landschaft. Unterschiede in der Krustendicke und der vulkanischen Aktivität deuten auf eine komplexe geologische Geschichte hin. Chang'e-4 findet auf der Mondrückseite Hinweise auf uralte vulkanische Aktivitäten. Die Analyse vulkanischer Überreste hilft, die Geschichte des Vulkanismus auf dem Mond zu rekonstruieren. Diese Erkenntnisse liefern Einblicke in die vulkanische Entwicklung anderer terrestrischer Körper. Eine Gravitationsanomalie im Südpolkrater deutet auf eine massive metallische Struktur hin. Diese Struktur könnte das Ergebnis eines katastrophalen Asteroideneinschlags sein. Der Einschlag hätte riesige Mengen an Gestein und Metall geschmolzen und die Struktur gebildet, die wir heute entdecken. Die metallische Struktur am Südpol wirft viele Fragen auf. Wissenschaftler sind begierig darauf, ihre Zusammensetzung und Rolle in der Entwicklung des Mondes zu bestimmen. Zukünftige Missionen werden diese Struktur erforschen und wissenschaftliche Erkenntnisse und wertvolle Ressourcen für die lunare Besiedlung liefern. Der Mond, der einst als öde Einöde galt, erweist sich als Fundgrube für wissenschaftliche Entdeckungen und potenziell wertvolle Ressourcen. Zu diesen Schätzen gehören neu entdeckte Materialien mit Eigenschaften, die die Industrien auf der Erde revolutionieren und unsere Ambitionen für die Erforschung des Weltraums beflügeln könnten. Eines dieser Materialien, das zu Ehren der chinesischen Mondmissionen Chang'e-Site genannt wird, hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Aufsehen gesorgt. Chang'e-Site, das im Mondregolith entdeckt wurde,
weist bemerkenswerte Eigenschaften auf, die es von allen bekannten irdischen Materialien unterscheiden. Seine genaue Zusammensetzung ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Aber erste Analysen deuten auf eine komplexe Struktur mit Elementen hin, die auf der Erde selten vorkommen. Was die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler weltweit erregt hat, ist seine beispiellose Festigkeit und Haltbarkeit. Erste Tests deuten darauf hin, dass Changesite um Größenordnungen fester ist als Stahl und in der Lage ist, extremen Temperaturen und Drücken standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Stellen Sie sich Gebäude vor, die Erdbeben mühelos standhalten könnten, Raumfahrzeuge, die den härtesten Bedingungen in unserem Sonnensystem trotzen könnten, oder neue Generationen von Elektronik, die die Grenzen der Leistungsfähigkeit neu definieren. Die Entdeckung von Changesite hat einen wahren Forschungs- und Entwicklungsboom ausgelöst. Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck daran, die Geheimnisse seiner einzigartigen Eigenschaften zu lüften und versuchen, seine Synthese in Laboren auf der Erde nachzubilden. Die Einsatzmöglichkeiten für ein solches Material sind immens und reichen von der Bauindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zur Elektronik und darüber hinaus. Während wir tiefer in die verborgenen Reserven des Mondes vordringen, stoßen wir auf Helium-3. Dieses seltene Isotop könnte unsere Energiezukunft neu gestalten. Es ist der Schlüssel zu sauberer, sicherer und nahezu grenzenloser Energie durch Kernfusion. Fusion ahmt die Prozesse der Sonne nach und setzt immense Energiemengen frei. Helium-3 fusioniert mit Deuterium und erzeugt saubere Energie mit minimalen Nebenprodukten. Der Mond hat riesige Reserven an Helium-3 in seinen Oberflächenschichten angehäuft. Schätzungen zufolge könnte der Mond uns für Jahrhunderte mit Energie versorgen. Die Nutzung der Helium-3-Fusion ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Dennoch machen die potenziellen Vorteile die Helium-3-Fusion zu einem lohnenden Ziel. Zukünftige Missionen werden wahrscheinlich auf Regionen des Mondes abzielen, die reich an Helium-3 sind. Der Mond entwickelt sich zu einem Sprungbrett in eine nachhaltigere Zukunft für die Menschheit. Jahrhundertelang wurde der Mond als eine trockene, öde Welt wahrgenommen, ohne die lebensspendende Flüssigkeit, die auf unserem Planeten so reichlich fließt. Neuere Entdeckungen haben diese lange Zeit aufrechterhaltene Annahme jedoch widerlegt und ein verstecktes Reservoir an Mondeis enthüllt, das in den permanent abgeschatteten Kratern an den Mondpolen verborgen ist. Diese Polarkrater, die seit Milliarden von Jahren von den Sonnenstrahlen abgeschirmt sind, fungieren als natürliche Kältefallen, in denen die empfindlichen Eiskristalle, die sich über Äonen angesammelt haben, konserviert werden. Die Herkunft dieses lunaren Wassers ist nach wie vor Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Einige Theorien gehen von Kometeneinschlägen aus, während andere auf vulkanische Ausgasungen aus dem Inneren des Mondes verweisen. Die Entdeckung von Mondeis hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Aufregung gesorgt, nicht nur wegen ihrer Bedeutung für das Verständnis der Geschichte des Mondes, sondern auch wegen ihres Potenzials für die zukünftige Erforschung des Weltraums. Denn Wasser ist nicht nur für das Leben, wie wir es kennen, unentbehrlich, sondern auch eine wertvolle Ressource für raumfahrende Zivilisationen. Stellen Sie sich Mondbasen vor, die mit Solarenergie betrieben werden und mit Wasser versorgt werden, das aus dem Polareis gewonnen wird. Stellen Sie sich Raumfahrzeuge vor, die mit Wasserstoff und Sauerstoff betankt werden, die aus dem Wasser gewonnen werden, das seit Milliarden von Jahren auf dem Mond eingeschlossen ist. Die Möglichkeiten sind so riesig wie die Mondoberfläche selbst. Das Vorhandensein von Wasser auf dem Mond verändert die Berechnung der Weltraumforschung grundlegend und macht den Mond von einem fernen Ziel zu einem potenziellen Sprungbrett in den Kosmos. Wasser in flüssiger Form kann den Durst von Astronauten stillen und ist eine lebenswichtige Ressource für Langzeitmissionen jenseits der schützenden Hülle der Erde. Die Gewinnung und Reinigung von Mondwasser würde den Transport riesiger Wassermengen von der Erde überflüssig machen und die Kosten und Komplexität von Weltraumreisen erheblich reduzieren. Der wahre Wert des Mondwassers liegt jedoch in seinem Potenzial, in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt zu werden.
Diese Elemente bilden, wenn sie kontrolliert miteinander kombiniert werden, den potenten Treibstoff, der Raketen und Raumfahrzeuge antreibt. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Mondwasser in Raketentreibstoff umgewandelt wird, sodass Raumfahrzeuge auf dem Mond auftanken können, anstatt sich nur auf Vorräte von der Erde zu verlassen. Diese lunare Tankstelle könnte als Sprungbrett für Missionen tiefer in unser Sonnensystem dienen und der Menschheit ermöglichen, den Mars und darüber hinaus zu erreichen. Die Entdeckung von Mondwasser hat eine neue Ära der Monderkundung eingeläutet, die nicht nur von wissenschaftlicher Neugier, sondern auch von der pragmatischen Notwendigkeit angetrieben wird, Ressourcen für unsere Zukunft im Weltraum zu sichern. Der Mond, einst ein Symbol für ferne Schönheit, ist nun bereit, eine Schlüsselrolle auf dem Weg der Menschheit zu den Sternen zu spielen. In den Weiten des Weltraums, inmitten des himmlischen Wandteppichs aus Sternen und Galaxien, liegen die Überreste der ersten zaghaften Schritte der Menschheit jenseits unseres Heimatplaneten. Die Apollo-Landeplätze sind ein Zeugnis für unseren unbezwingbaren Entdeckergeist. Doch diese Orte sind einer unerwarteten Bedrohung ausgesetzt. Uns selbst. Wenn wir uns wieder zum Mond aufmachen, tragen wir die Verantwortung, diese unersetzlichen Stücke unseres gemeinsamen Erbes zu bewahren. In Anerkennung des immensen wissenschaftlichen, historischen und kulturellen Wertes der Apollo-Landeplätze hat die NASA den beispiellosen Schritt unternommen, diese Gebiete zu Lunar Heritage Sites zu erklären. Diese Bezeichnung hat zwar nicht die Kraft des Völkerrechts, ist aber ein starkes Symbol für unsere Verpflichtung, diese Stätten für zukünftige Generationen zu bewahren. Zentraler Bestandteil dieser Bemühungen um den Erhalt ist das Konzept der Sicherheitszonen, dator ausgewiesene Gebiete um die Landeplätze, in denen der Zugang eingeschränkt oder ganz verboten ist. Diese Zonen fungieren als Puffer und schützen die Stätten vor unbeabsichtigten Schäden durch robotische oder menschliche Erkunder. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Mondrover, die mit fortschrittlicher Bildgebungsausrüstung ausgestattet sind, die Apollo-Landeplätze umkreisen und hochauflösende Bilder und Videos aufnehmen, die es uns ermöglichen, diese historischen Orte virtuell zu erkunden, ohne die Ruhe der Szenerie zu stören. Stellen Sie sich Schüler in Klassenzimmern auf der Erde vor, die Virtual Reality Brillen aufsetzen und sich auf immersive Reisen zum Mond begeben, auf den Spuren derer, die vor ihnen kamen. Bei der Erhaltung der Apollo-Landeplätze geht es nicht nur darum, die Vergangenheit zu schützen, sondern auch darum, die Zukunft zu inspirieren. Indem wir diese greifbaren Erinnerungen daran schützen, was die Menschheit erreichen kann, wenn sie ihr Augenmerk auf die Sterne richtet, entfachen wir die Fantasie künftiger Generationen und ermutigen sie, ihre eigenen unmöglichen Träume zu träumen und die Grenzen des menschlichen Einfallsreichtums und der Erforschung zu erweitern. Der Mond, einst ein fernes Objekt des Staunens, ruft uns nun mit verlockenden Möglichkeiten. Die Entdeckungen der letzten Jahre haben eine neue Ära der Monderkundung eingeleitet. Wir bereiten uns darauf vor, mit Macht zurückzukehren, diesmal um zu bleiben. Weltraumbehörden entwickeln Pläne für Mondaußenposten und dauerhafte Siedlungen. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Astronauten Monate oder Jahre auf der Mondoberfläche verbringen. Der Mond wird zu einem Sprungbrett in eine Zukunft, in der die Reichweite der Menschheit weit über die Grenzen unseres Heimatplaneten hinausreicht. Während wir an der Schwelle zu unserem Mondschicksal stehen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei unserer Reise zum Mond nicht nur um technologische Spitzenleistungen geht, sondern letztlich um uns selbst. Es geht um unseren angeborenen Wunsch zu erforschen, zu verstehen, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Es geht um unsere Sehnsucht, uns mit etwas Größerem als uns selbst zu verbinden.